Willkommen bei The Drum Code. Was ihr hier seht, ist ein Pedal für die Bassdrum. Mit diesem Pedal bringen wir das Bassdrumfell zum Schwingen, indem wir auf die Platte drauf treten, geht der Schlägel nach vorne an das Schlagfell der Bassdrum und dann erzeugen wir dadurch ein Bumm. Wunderbar. So, erstmal die Feder ist das Gegengewicht, die Gegenkraft zu unserem Pedal, wo wir die Kraft reingeben. Dieses Pedal sollte so eingestellt sein, also die Feder sollte so eingestellt sein, dass wir mit wenig Kraftaufwand, ich habe jetzt mehr mit einem Finger, ich kann das auch mit einem kleinen Finger machen, das Pedal runterdrücken können. Ich kann es runterdrücken, aber es kommt auch gleich wieder zurück. Das heißt, die Feder muss auch so stark sein, dass es wirklich ins Wanken gerät. Wenn ich jetzt das Pedal wirklich in die senkrechte Position, also da, wo das Fell dann wäre, drücken möchte, dann brauche ich viel Kraft. Aber das ist ja auch Ziel der Sache, nämlich wir wollen einen Impuls geben und dann kommt das Pedal gleich wieder zurück, dann kommt der Schlägel gleich wieder zurück. Also Impuls, Schlägel geht ins Fell und kommt gleich wieder zurück. So, fälschlicherweise passiert am Anfang bei 99,9% aller Spieler Folgendes. Man gibt nicht einen Impuls, sondern man gibt einen Druck. Das hier. Das bedeutet, der Klöppel bleibt im Fell drin. So, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen Impuls. Wir stoßen das Pedal an, wie wenn wir jemanden die Treppe runterstoßen wollen, was wir natürlich nicht wollen. Und das Gleiche, was ich jetzt hier mit den Fingern mache, es ist quasi eine feinmotorische Bewegung, das probieren wir jetzt mit dem Fuß. So. Versuchen wir mal hier einfach zu wippen. Aha. Mit wenig Kraft. Das geht ein bisschen in den Oberschenkel. Natürlich müsst ihr jetzt den Fuß nach oben halten. Das könnte anstrengend sein. So. Die Ferse liegt nicht auf, sondern ist in der Luft. So. Erste Übung. Versucht mal genau das hinzukriegen. Ich sag euch, das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren, aber lasst euch damit Zeit. Gebt euch die Chance, auch über mehrere Tage hinweg diese Übung zu machen, immer wieder, um einfach ein Feingefühl fürs Pedal zu bekommen. Weil ihr werdet euer Leben lang genau diese Technik brauchen. So, einmal. Jetzt, was passiert denn oft? Na, das, was ich vorher gesagt habe, das hier. Man gibt Druck, lässt den bestehen und stoppt erstens damit den Klang des Bassdrumfells ab, was erstmal nicht so tragisch ist. Oftmals will man das ja auch. Aber vor allem ist es so, dass es anstrengend ist. Es ist anstrengend für den Fuß. Und jetzt zeige ich euch eine Technik, mit der ihr das umgehen könnt. Dafür nehmen wir das Pedal mal weg. So. Jetzt ist es auch so, wenn ihr das zu Hause übt, bitte zieht euch Schuhe an, damit ihr auch wirklich einen Aufschlag hört. Versucht das nicht an der Stelle zu machen, wo ihr jetzt gerade den tollen Wollteppich habt, sondern ihr braucht wirklich einen härteren Untergrund. Ich habe hier auch einen Teppich, aber da ist Beton drunter. So. Und versucht jetzt mal mit beiden Aufschlagpunkten, nämlich hier vorne Fußballen und Ferse auf den Boden gleichzeitig zu schlagen. Jawohl. So. Danach ist der Fuß komplett entspannt. Ihr lasst Fuß und Bein fallen. Ja, wir arbeiten, wenn möglich, immer mit Schwerkraft, mit Gewicht. So. Auch das ist eine Übung, kann man 100 Mal machen, 200 Mal. Ihr schlagt mit dem Fuß auf die 1
Und wir zählen aber auf vier, einem Vierertakt wäre dann so. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Schlag, entspannt. Schlag, entspannt. Schlag, entspannt. Schlag, entspannt. Schlag, entspannt. Es gibt wirklich nur den Impuls und dann ist der Fuß komplett relaxed. So, das Ganze machen wir mal mit dem Pedal. Dann sieht es nämlich so aus. Ihr macht den Schlag und ihr seht auch, das Pedal geht über den Nullpunkt rüber. Also richtig, es hat richtig Power ins Fell rein. Aber danach steht der Fuß wieder ruhig und entspannt und der Schlägel ist wieder zurückgekommen. Der ist wieder aus dem Fell raus. Das ist die entspannte Haltung vom Pedal, wenn ich den Fuß, wenn ich das leichte Gewicht meines Fußes auf das Pedal abstelle. Ne, so ist es ohne Gewicht. So ist es mit Gewicht. Ich drücke überhaupt nichts. Es ist nur das Gewicht des Fußes. Wenn ich aushole, ja, kommt das Pedal zurück und dann trete ich das runter und der Schlägel geht ins Fell. Jetzt wollen wir noch eine Sache dazu üben, nämlich, dass wenn ich hochgehe, ich gehe nicht so weit hoch, dass ich vom Pedal mich entferne, sondern ich berühre das Pedal immer. Das heißt, ich gehe nach oben und gehe mit dem Pedal nach oben. Deswegen diese Übung vorher, ne, das Federn lassen, dass man dieses Gefühl hier kriegt. Und lasst ruhig das Pedal, also den Schlägel über den Nullpunkt rüberkommen. So. Das ist das, was wir brauchen und was wir üben wollen. Und wenn ihr das an der Bassdrum macht, habt ihr dann einen fetten Bassdrum-Schlag. Und bitte lasst euch nicht dazu verleiten, das hier zu machen. Das kriegt ihr nicht mehr weg. Das ist eine ganz schöne Sache. Das klingt erstmal okay. Man könnte sagen, ey, was soll's am Anfang? Ich muss mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich überhaupt irgendwas hinkriege. Wenn ihr euch jetzt nicht drum kümmert, kommt irgendwann der Punkt, dann müsst ihr euch drum kümmern, weil ihr werdet dann einfach nicht mehr schneller mit dem Fuß, wenn zu viel Anspannung da ist. Und da kostet es richtig viel Zeit, das wieder weg abzutrainieren. Ne? Alles da. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir bitte. Viel Spaß damit und bis bald.